Hallo, heute war ein entspannter Tag. Wir waren bis 13 Uhr in unserem Hotelzimmer und haben eigentlich nichts gemacht, aber dann haben wir uns aufgerafft, sind zu unserem Pool gelaufen und waren ein bisschen im Pool, haben uns dann hingelegt auf die Liegen und ein bisschen entspannt. Und dann sind wir losgefahren um, ich glaube, 14 Uhr ungefähr zu 7-Eleven und haben uns da ein bisschen Frühstück bzw. Mittag geholt und haben das dann auch auf dem Hotelzimmer gegessen. Dann hat Tobi seine Wäsche zusammengepackt und wir haben seine Wäsche weggebracht und dafür bezahlt. Und ich hoffe, dass wir das dann morgen abholen können. Und dann sind wir wieder zurückgefahren, haben unsere Sachen gepackt und sind auf dem Weg zu einem Strand gewesen. Und da gab es so einen Spot, wo es irgendwie Affen geben soll. Und manchmal hat man da Glück und sieht welche und manchmal nicht. Wir hatten leider kein Glück. Ja, man sieht ja aber ganz viele Bananenschalen und als wir zurückgekommen sind, waren dann auch diese Toastbrots, die da lagen, weg. Also die waren zwischendurch da, aber wir haben sie halt verpasst. Auf jeden Fall waren wir dann bei dem Strand hier, das nennt sich Sunset Beach, also ja, Sonnenuntergangsstrand. Und da haben wir dann halt auch den Sonnenuntergang angeschaut. Tobi ist mit seiner Drohne rumgeflogen, hat irgendwelche Aufnahmen mit der Kamera gemacht und ich saß daneben und habe einfach geschaut. Und dann hat auch noch jemand Tobi angesprochen, ob Tobi ein Foto für ihn machen kann oder ein Video. Ja, dann sind wir auch schon wieder zurückgelaufen, sind wieder aufs Moped gesprungen, sind nochmal zu 7-Eleven, um uns Abendbrot zu holen. Aber es war für mich nicht so viel, weil es mir irgendwie ein bisschen nicht so gut ging. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich zu wenig getrunken. Ich habe mir auf jeden Fall wieder diese überteuerten Äpfel gekauft und ja. Und was ich nochmal ganz interessant fand und weil ich jetzt noch Zeit habe, habe ich nochmal so die Strecke gemacht, die wir bisher gereist sind. Und zwar halt von Bangkok in den Norden. Dann waren wir da in Chiang Mai und da sieht man jetzt die ganzen Stops, die wir gemacht haben. Während des Mae Hong Son Loops und da sind wir dann jetzt wieder, keine Ahnung, wann war das, vor 1,5 Wochen wieder zurückgefahren nach Bangkok und von da sind wir umgestiegen. Das war ja die ganz lange Reise, wo wir irgendwie 26 Stunden unterwegs waren, über die Fähre Koh Tao, Koh Phangan, Koh Samui und jetzt sind wir da und das war's.